Okay, Chat, was ist der Plan? Was ist der Plan? Also, ich spiele ganz normal Elden Ring, ohne irgendwelche Mods oder so, ne, ohne irgendwelche komischen Shit oder so, ganz normal Vanilla Elden Ring. Ich starte einfach das Spiel, mache mir einen neuen Charakter und dann mache ich aber währenddessen ein paar Challenges, von denen ich euch aber nichts sage, was ich für Challenges mache. Ich sage auch nicht, wie viele Challenges wir haben. Ich kann euch auf jeden Fall eins sagen, die Challenges sind vielleicht hier und da ein bisschen obvious. Ein paar sind vielleicht weniger obvious und so. Und ihr müsst erraten. Es gibt einen Timer, Chat, den habe ich noch nicht eingerichtet. Muss ich gleich noch schnell machen. Es gibt einen Timer. Und wenn ihr bis zum Timer-Ende es schafft, alle Challenges zu erraten, habt ihr gewonnen. Wenn ihr es nicht schafft, habe ich gewonnen. Und der Timer geht ungefähr bis, dass ich vielleicht die ein oder andere Nachricht natürlich übersehe, ne? Wenn gleich ihr anfangt, alle zu raten und so. Kann natürlich sein, dass ich vielleicht die ein oder andere Nachricht übersehe und dann heißt es irgendwie, ja, aber das habe ich schon vor einer halben Stunde gesagt. Tut mir leid. Es tut mir leid. Ich kann nicht alles sehen, leider. Ja, ich mache es jetzt nicht mit Absicht, aber wie gesagt, es kann sein, dass ich das gleich irgendwie übersehen werde oder so. Ne? Ja, wir nehmen ganz normal Samurai, weil Samurai beste Klasse. Okay. Und goldener Samen. Ne? Wie gesagt, Chat, ein ganz entspannter Vanilla Run. Ja, let's go. By the way, wenn ich selbst feststelle, dass ich gerade irgendeine von diesen Challenges verkackt habe, dann muss ich abbrechen und einen neuen Run starten, weil Challenge verloren. Das ist dann für euch quasi, ein Tipp. Das ist dann quasi für euch ein Tipp. Joinki. No Made Run. Und die Idee ist nicht von mir. Genau, das wollte ich noch erwähnen. Die Idee ist nicht von mir, die habe ich von einem anderen Streamer. Ich habe seinen Namen vergessen. Der hat irgendwie vor 6 Monaten ein Video gemacht, wo er das gemacht hat. Ich habe den Namen vergessen. Der macht aber die ganze Zeit nur so Souls-Challenges und so. Only Fernkampf, ne. Am ersten Boss nicht sterben. Nee. Ich sterbe jetzt. Als ob ich den mache. Vielleicht versuche ich ihn. Vielleicht versuche ich ihn. Wenn ich ihn schaffe. Oh, Junge. Das wird richtig epic, ne? Wenn ich den schaffe, Chat. Parry. Okay, ich habe nicht geschafft. What a gamer. Glaub, bin zu dem OG-Video mal eingeschlafen. Das ist, glaube ich, auch nicht so ein langes Video. Nicht dodgen, nee. Ich darf dodgen, ganz normal. Wir machen ja ganz entspannt, ne? Wir machen ja ganz entspannt. Das heißt, ich kann ja theoretisch auch einfach runtergehen, alle Bosse mitnehmen hier unterwegs, ne? Ein bisschen Dingens mitnehmen, ne? Ein paar Seelen mitnehmen, Chat. Ja, ein paar Seelen mitnehmen. Kannst du dann Sachen, die wir erraten, verneinen? Was meinst du? Alle Bosse, nee. Ich schaffe ja in 3 Stunden schaffe ich nicht alle Bosse. Das wird ja nicht funktionieren. Also wir falsch raten. Ja, ich gehe ja doch gerade drauf ein. Was ist eine Tutorial-Challenge? Auf meine nicht. Ja, wie gesagt, gerade, Deschke,
vor 2, 3 Minuten. Ich kann nicht alle Nachrichten direkt lesen und drauf eingehen. Deshalb kann sein, dass ich was übersehe. Kann passieren. Keine Entities töten, außer Bosse töten. Pass auf, ich töte den jetzt. Mashallah! Okay, ich töte den nicht. Ich wollte einen coolen Parry machen. Junge! Parry-Gott. Okay, den pariere ich jetzt. Okay. Okay, warte, den pariere ich. Warte, ich schaff den. Kann man den überhaupt parieren, Chat? Okay, ja, wir parieren ihn nicht, okay? Ist erstes FromSoft-Spiel, ja. Nicht parieren Challenge. Doch, doch, ich darf parieren. Das ist nicht dein Ernst. Ja, ich bin halt nicht so gut in Parries. Okay, jetzt. Okay. Okay. Chat, wir lassen es. Wir haben jetzt noch einen Boss. Ich probier's beim Boss, okay? Chat, ich probier's beim Boss. Oh, fuck! Ich hab die Challenge verkackt. Mir ist was eingefallen. Mir ist was eingefallen. Nee, Schild darf ich benutzen. Schild darf ich benutzen. Keine Objekte zerbrechen? Doch, ich darf Objekte zerbrechen. Deschke, ich habe nicht dieselben Challenges genommen wie der YouTuber, okay? Nee, nicht Storyboss. Ich bin ja gerade zu dem Boss gelaufen. Und nochmal. Nicht heilen. Doch, ich darf heilen. Ja, was ist wohl auf dem Weg passiert? Was ist wohl auf dem Weg passiert? Graces darf ich benutzen, ja. Du bist gerannt. Guck mal, ich renne noch mehr. Wow! Joink. Nicht Waffe wechseln. Doch, habe ich jetzt Schild gewechselt. Gesprungen ist er auch. Ja, hier. Springen. Boah. Ach ja, und 1, 2, 3. ich glaube, kann schleichen hier. hier, ich visier an. Bin Anvisiermeister. Jetzt schaffe ich ihn, okay? Parry! Wo ist meine Heilung eigentlich? Ach ja, man hat ja sogar keine Heilung hier, ne? Also ja, ich kann euch auf jeden Fall, weil ja viele jetzt wegen Parry und so die ganze Zeit wegen Parry raten. Also Parry hat auf jeden Fall was mit einer Challenge zu tun.
Mit einer? Ja, es gibt mehrere Challenges. Wie du hier unten siehst, es gibt unbekannte viele Challenges. Ich wollte unten lang, ne? Du musst versuchen zu parieren bei jedem Gegner, gegen den du kämpfst. Der hat die erste Challenge erraten. Und du parierst nicht einen. Ja, deshalb habe ich ihn auch nicht besiegt. Deshalb bin ich auch weitergelaufen. Hab versucht zu parieren, hat nicht geklappt, also bin ich weitergelaufen. Darf ja nicht töten, wenn ich die nicht pariere. Und Xanto, danke schön für 2 Monate. Aber ja, die Challenge ist jetzt raus. Das heißt, ich darf jetzt Gegner normal töten. Na? Die Challenge ist jetzt raus. Das heißt, ich kann jetzt ganz normal. Aber ich versuche trotzdem zu parieren, okay? Das hat jetzt nichts mit der Challenge zu tun. Das ist jetzt einfach nur wegen Ehre, okay? Hallo? Das ist einfach jetzt nur wegen Ehre. Ach komm, scheiß drauf. Ich spiele ohne Parry. Warte, hier, als Beweis. Ich darf ihn töten, okay? Ich darf ihn töten, okay? Darf alle töten, seht ihr? Ja, kein... Ich hab nie Parrys großartig in den Souls-Spielen trainiert und gemacht. No Death? Nee. No Death wäre ja viel zu schwierig. Da würde ich ja nichts erreichen hier. Jeden Gegner, den du siehst, nee. Ich bin ja auch vorher auch an den meisten Gegnern vorbeigelaufen. Ja, ich werde es nicht durchspielen, deshalb habe ich einen Timer gemacht. Also der YouTuber, bei dem ich ja die Challenge gesehen habe, bei dem war es so, dass er gesagt hat, ihr müsst die Challenges erraten, bevor ich das Spiel durchspiele. Aber der ist halt auch Elden Ring Profi. Die suche auch absolut nicht, ne? Eine Challenge ist, dass du dein Startequip nicht ändern darfst. Wild Guess. Arschloch. Er macht einfach einen Wild Guess. Er macht einfach einen Wild Guess. Er macht einfach einen Wild Guess. Oh Mann. Es wurde gerade schon in den Chat geschrieben, dass ich nur Katana benutzen darf. Und dann dachte ich mir, ja, gehe ich drauf ein und sage, das ist ein Teil der Challenge. Dann dachte ich mir, ah, das wäre vielleicht zu einfach. Ich würde es euch zu einfach machen, wenn ich das jetzt droppe. Dann wird es halt direkt in den nächsten Sekunden direkt kommen. Bist du Region Locked? Nee. Du bist ein geiler Typ, das ist nicht die Challenge. Okay, Parry. Warte. Gluck, gluck, gluck. Oh, scheiße, scheiß auf Parry. Scheiß auf Parry. Chat, warum ist er hier? Ja, ich habe ja gesagt, ich mache einfach ganz entspannt. Ganz entspannt. Alles mitnehmen unterwegs, weil ich habe eh nicht vor, ja, das Spiel durchzuspielen. Hab jetzt nicht vor, innerhalb von diesen 2 Stunden mich an irgendeinem Boss abzuquälen, weil ich so früh wie möglich dahin will. Und hab jetzt auch keine Lust, am Anfang jetzt so eine Vorbereitungsphase zu machen, wo ich jetzt erstmal eine Stunde rumlaufe und Waffen suche,
Upgrade-Items suche, 5 Minuten lang auf einen Drachen einprügle oder so. Ich würde ja irgendwie das Spiel spielen, damit ihr Challenges erratet und nicht einfach drum rumlaufen. No Dragon Run? Nö. Ich kann ganz normal Drachen machen. Iui. Du musst jedes Gebiet in einer bestimmten Reihenfolge ablaufen. Nö. Nö. Only Dragon Run. Wie wechsle ich die nochmal? So. Nee, Pferd darf ich benutzen. Pflanzen darf ich sammeln. Hier, joink! Holen wir das Pferd? Ich denke schon, ne? Dann wird schneller. Farmer Zeuten Niki, dankeschön für 21 Monate und hi. Keine Summons, doch, doch. Wenn ich Summons finde, dann benutze ich sie. Ist das nicht eher ein Elefant? Keine Magie, doch. Wenn ich Magie, also ich mache jetzt keinen Mage Run, aber wenn ich Magie finden würde, why not, ne? Yank. Konnte man nehmen und konnte hier upgraden, ne? Ich brauche 2. Okay. Die Challenge ist, dass es keine Challenge gibt und Chat die ganze Zeit raten muss. Die Challenge ist, weil du einfach nur Elden Ring spielen willst und wenn was passiert. Ne, wir haben ja schon 2 Challenges erraten. Jedes Mal, wenn du was findest, sagst du Yoink. Gehört zum Teil einer Challenge, ja. Ja, auch wenn ich weiterlese, das ergibt keinen Sinn, das ist nicht die Challenge, nein. Das wäre eine richtige Scheiß-Challenge. Hey Leute, wir machen jetzt ein Format. Und das ganze Format ist eigentlich eine Lüge. Ja, wow. Keine Great Runes benutzen, doch, doch. Mal gucken, ob ich eine überhaupt bekomme in den 2 Stunden. Jedes Mal, wenn du was Neues findest, Joink sagen, ne. Nee, ich darf Tiere töten. Also wenn ich jetzt ein Tier finden würde, würde ich es töten. Ich habe es nicht gemacht, weil wieso auch immer. Have you heard of they serve but you? I can play turning rue to aid you in your search. You need own to the foot of. Ich habe refused. Scheiße. Ist das schlimm, wenn ich refuse? Krieg ich trotzdem Pferd? Nee, ne? Scheiße. Nee, nee, ich hab B gedrückt. Ich hab nicht accepted. Das ist deine Challenge, hab ich gehört. Doch, ich darf leveln. Ich muss nicht refusen, nein. Ich hab's aus Versehen gemacht. Du darfst nur mit Melina reden. Ich rede gerade mit dir. Falsch. Hier war für Ash of War wichtig. Na, können wir später holen, ne?
Alli-up. Bup, 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 bidi-bup. Ich darf teleportieren, ja. Ich darf Vigor leveln. Du musst einen NPC killen. Nö. Nee, die Musik hat damit nichts zu tun. Die Musik mit einzubinden wäre doof, weil wenn ich das auf YouTube hochlade, dann können das die YouTube-Zuschauer nicht nachvollziehen. Weil sie hören ja die Musik nicht. Deshalb Musik ist es nicht. Bup, 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 bup. Ich glaube, wir gehen gleich zuerst in die Mine, ne? Ein bisschen Upgrade-Material sammeln. Joink. Wer war hier? Komm her, Brudi! Kann man den backstabben? Nee, ne? Autschi. Gluck, gluck, gluck. Starker Run. Blute doch! Kann der bluten? Gluck, gluck, gluck. Ah, da kommt das Blut raus. Schlecht. Wie die Blutlache noch auf dem Boden bleibt, ne? Gluck, gluck, gluck. Gluck, gluck. Hab ihn! Wow! Damit kann ich jetzt super krass leveln, oder? Du musst bei jedem Trank gluck, gluck, gluck sagen. Das ist ein Teil der Challenge, ja. Keine Heavy Attacks. Doch, darf ich. Darf ich. Darf ich, darf ich, darf ich, darf ich, darf ich, darf ich. Nur mit Backstabbing. Ne, ich habe ihn doch gerade besiegt ohne Backstab. Alles in Vigor. Wow, alles. Ein Level. Sprungangriffe darf ich machen. Ja. Hoppa! Hoppa! Du musst bei jeder Aktion Dinge sagen wie Joink, Gluck, Gluck, Gluck. Joink. Ich darf auch was anderes als Vigor Level, aber bei Elden Ring level ich anfangs immer Vigor. Alli-up. Joink. Joink. Da hinten war noch ein Dungeon, ne? Du bist so ein NPC. Ice cream, so good. Du musst bei jedem Trank glub, glub, glub sagen. Ja, das habe ich ja schon bestätigt. Das ist ein Teil in der Challenge, ja. Aber die Challenge ist halt größer als nur das. Du musst alle Höhlen-Dungeons machen? Nee. Das mache ich einfach so. Weil ich zu schlecht bin, um jetzt direkt zu Margit oder so zu gehen. Danke für die Herzen! Wir können theoretisch gleich zwei Tsuchikatana holen, ne? Aber da muss ich zwei Waffen leveln.
Ja, theoretisch, weil ihr habt ja schon erraten, dass ich ja mit der Standardrüstung spielen muss. Das heißt, die Challenge ist ja schon aufgelöst. Das heißt, wir können uns auch so gesehen eine bessere Waffe holen, ne? Schlimmste, ich muss immer bei Alehupemann reindenken. Ach, by the way, gerade eben, ne? Ein verspätetes Joink. Gluck, gluck, gluck. Warte. Ja, ich darf nur einhändig spielen. Jetzt nicht mehr. Jetzt darf ich zweihändig spielen. Wieso nimmt ihr jetzt nur das Schild zweihändig? Habe ich nur gesehen. Ja. Das ist uns nicht aufgefallen. Ja, ich dachte mir, vielleicht wird das nicht auffallen, weil das passiert mir öfters, dass ich aus Versehen einhändig spiele. Das, vielleicht fällt das nicht auf. Je nachdem, wie du mit einem Item interagierst, sei es trinken, verbessern, aufheben, musst du einen bestimmten Sound machen. Was für verbessern? Gluck, gluck, gluck. Ach so, aufwerten? Nee. Darf ich ganz normal. Joink. Nee, ich spiele mit beiden Händen. Spiel mit beiden Händen. Joink. Yo, 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 stoppi, stoppi, stoppi! Das ist ein Fiebertraum. Bei Dev Augenklappe. Ja, das ist schon mal ein Teil. Das ist schon mal ein Teil, ja. Komm, ich renn durch. Nach wie viel Toten kommt die Pferdemaske? Jo! Nee, so viele Piraten-Accessoires habe ich nicht, dass ich mich Stück für Stück zum Piraten verwandle. Für jeden Elden Ring Tod verlierst du einen Teil deiner Sinne. Nee. Ich darf stehen bleiben. Nach einer bestimmten Anzahl von Toten musst du es schwieriger für dich machen. Nee. Ey, ey. Wo ist denn der Hebel? Hier, ne?
Gluck, gluck, gluck. Nee, ich kann auch stehen bleiben. Aber ich muss gerade rennen, weil ich verfolgt werde. Ich hasse ihn, Chat. Der kann nicht bluten, ne? Aber den kann ich staggern. Durch Jumps. Das Katana hat auch eine geile Webmart, oder? War das geil? Hier auch. Das geht, ne? Gluck, gluck, gluck. Er dreht sich! Okay. Ich hab nicht angegriffen. Hey, muss der nicht irgendwann gestaggert werden? Gluck, gluck, gluck. Gluck, gluck, gluck. Hey, ich dachte, den kann man staggern, Leute, mit Sprungjumps. Meine Reaktionszeit ist ein bisschen beschissener, weil ich habe ja nur ein Auge. Tiefenwahrnehmung ist weg. Ey, der muss doch gestaggert werden. Gluck, gluck, gluck. Du cosplayst den Big Boss beim Elden Ring Spiel. Nee. Furzsounds bei Bosskills ist ein Teil, ja. Ist ein Teil einer Challenge. Bei Dungeon-Tod musst du eine Augenklappe tragen. Nee. Bei Death ein Handicap, Körperteil weniger und beim Besiegen Boss wieder normal. Fast. Da fehlt noch etwas. Wenn du stirbst, musst du Augenklappe tragen, bis du Boss besiegst. Fast. Da fehlt noch etwas. Alli-hoop. Wir können am Strand, ne? Da gab es auch noch einen Kampf. Das macht mich so wahnsinnig. Wieso, was los? Ich hoffe, wir erraten nie die Sounds. Für jeden Tod eine Beeinträchtigung, für jeden Boss auch nur einen einzelnen Teil ablegen. Nö. Es ist so spezifisch. Ja, ich darf es ja auch nicht zu einfach machen. Sonst sind wir nach 10 Minuten durch. Es muss schon ein bisschen komplizierter sein. Ist das eine interessante Ash of War hier? Du musst Bosse zum Bluten bringen. Nee, das geht ja nicht bei allen. Zum Beispiel jetzt bei der Statue. Die ist komplett resistent dagegen, weil sie nicht bluten kann. War das irgendeine coole Ash of War Chat hier?
Nee, ich muss nicht alle Ash of War sammeln. Als ob! Bei elementaren Toten, wie Beispiel Feuer, musst du bis zum nächsten Boss was? Bis zum nächsten Boss eine Augenklappe tragen. Junge, was für elementare Tode. Ey, ich treff den nicht. Nee, Challenge schlecht spielen ist das nicht, ne. Du hast es fast, Levi. Du hast es fast. Ah! Okay, ich geb's auf. Der hat bestimmt eh keine coole Ash of War, oder? Du darfst nicht summen. Doch, ich darf summen. So viel ich will. Ich füge bei Levi hinzu, Items aufsammeln gleich. Joink. Okay. Ja, wir sind wieder durch. So. Die Challenge war diese vier Sachen auf einmal. Das ist eine Challenge. Der NPC-Stream ist beendet, ja. Nee, ich mach damit nicht mehr weiter. Du musst immer blinzeln, wenn du einen Gegner siehst. Junge, was mache ich dazwischen? Meine Augen austrocknen? Boah, ich habe mich vorhin, ne, bei einer Sache so mies verraten. Ey, zum Glück ist es niemandem aufgefallen. War hier nicht immer der Höhleneingang? Ach, hier. Du darfst die Items nicht verändern, die du unten in der Leiter bei den Tränken hast. Doch, doch, darf ich, darf ich. Ich habe nur gerade nichts Interessantes. Wir holen uns gleich auf jeden Fall noch die Summons, I guess. Du hast vorhin bei dem Springen gezählt. Das fand ich weird. Das vergesse ich immer. Scheiße. 1, 2, 3. Ach, das ist der Doppelboss, ne? Ich darf den anderen nicht triggern am besten, ne? Ich habe den anderen getriggert, ich bin so schlecht. Furzgeräusche muss ich ja nicht mehr machen, ne? Ey. Aber ja, dreimal springen und es zu zählen, ist ein Teil einer Challenge. Nö, ich muss nicht bei Graces springen. Geslayed!
Ja, ich lasse die einfach am Leben, ne? Wenn du vom Pferd absteigst, dreimal springen. Nö! Wenn du ein neues Gebiet Höhle betrittst, nö! Die Geräusche sind durch. Das haben wir schon geklärt. Die Challenge. Darfst deine getragenen Gegner nicht wechseln? Ich trage keine Gegner. Wenn du durch Blutverlust stirbst, musst du eine Augenklappe tragen. Nee, 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 nee. Jede falsche Challenge mit Nö verneinen. Da hast du mich erwischt. Sag uns aber am Ende, ob oder wenn wir es erraten, mal, wo du dich vertan hast. Ja, wenn ich das nicht vergesse, muss ich mich daran erinnern. Ich darf anvisieren, wie ich will, was ich will, wann ich will. Es gibt nichts mit anvisieren. Wenn du von einem feinen Messer getroffen wirst, musst du Augenklappe tragen. Nüpp, 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 nüpp. So, wo gehen wir als nächstes hin? Gab's hier rechts noch irgendwas Dungeon-mäßiges? Doch, das ist die Mine, stimmt. Ich wollte in die Mine, habe ich ganz vergessen. Ich wollte in die Mine ein paar Steine sammeln zum Upgraden, ne? Nach Caelid, nee, lass mal lieber. All Dungeons, nee. Ich darf eine Map haben. Ich habe sie noch nicht eingesammelt. Du musst zwischendurch mal so random Sachen machen, die nicht zu einer Challenge gehören, um uns zu verwirren. Nee. Könnte ich machen, ja, aber das wäre gemein. Das wäre gemein. Also mit der Augenklappe wart ihr vorhin schon sehr, sehr nah dran. Mit dem Sterben und mit dem Boss, bla bla bla, da wart ihr schon sehr nah dran. Aber da hat ein wichtiges Indiz halt noch gefehlt. Oder ein wichtiger Punkt hat gefehlt halt. Aber damit wart ihr schon recht nah eigentlich mit der Sache. Nee, Dungeons haben damit nichts zu tun. Die Dungeons sind egal. Nee, es hat nichts mit Dungeons zu tun. Das kann mir auch außerhalb von Dungeons passieren, dass das eintritt. Also, dass ich die Augenklappe mit dem Boss loswerde, das habt ihr richtig. Aber das ist nur ein Teil der Challenge, ne? Wenn du Aufzüge benutzt, musst du trinken. Ah, by the way, da oben sehe ich, Dingens, ne? 1, 2, 3. Ekelhafter. Wieso töte ich die eigentlich alle? Ich wollte alle hier ein bisschen gründlicher machen. Nee, ich hab's nicht vergessen. Ich hab das Springen nicht vergessen. Ich hab nur zu spät halt drauf reagiert. Aber ich hab's nicht zu spät. Ich hab's nicht vergessen. Willst du irgendwann Elden Ring mit Mods spielen? Hab ich am Samstag gemacht. Springst einfach random dreimal, wenn du Bock hast. Nee. Wenn du Dingens siehst, musst du dreimal springen. Nee. So, ein paar Steinchen. Du darfst nicht nach oben gucken. Doch, doch. Da oben.
Jedes Mal in einem Gebiet, wo du zum ersten Gegner siehst, musst du dreimal springen. Nope. Vier Stunden hast du in Elden Ring, keine Ahnung. Nicht so viel wie irgendwelche Profis. Ich hab's gesplittert, ein bisschen auf der PlayStation, ein bisschen auf dem PC. Vielleicht insgesamt 200, 300 Stunden. Wo kommt der denn her? Eins, zwei, drei. Nee, ich prank euch nicht. Will den PC wieder haben. Ich halte das hier nicht aus. Wo sind meine Steinchen? Da ist ein Steinchen. Wenn du eine bestimmte Anzahl an Schritten zurückgehst, musst du dreimal springen. Nee. Wenn du Gegner dich erschreckt, musst du dreimal springen. Nö. Jedes Mal, wenn du einen neuen Gegner triffst, dreimal springen. Nö. Wenn Elden Ring streamen und bei jeder Aktion im Game irgendwas Bestimmtes sagen. Nee. Ach, wann Elden Ring streamen und bei jeder Aktion im Game irgendwas Bestimmtes sagen. So. So eine NPC-Challenge. Ich darf Consumables verwenden. Ich glaube, auf den Vorsprüngen sind auch noch ein paar Items, ne? Oder? Und hier war noch ein Weg. Wenn was Bestimmtes passiert, musst du was Bestimmtes machen. Du bist sehr nah dran. Nach einer bestimmten Zeit dreimal springen? Nee. Das ist schon etwas, was passiert, worauf ich drauf reagiere. Dreimal springen und ich halt's. Nö. Hoppa! Vergiss immer, dass die so krass Hyper-Armoren. Wenn du rollst, musst du dreimal springen. Nö! Der Spring macht mich fertig. Wieso machst du die mit drei Sprungangriffen? Oh, Junge, wie tief die jetzt reingeht. Muss er alle Gegner mit drei Sprüngen machen? Wenn du getroffen bist, dreimal springen. Nee. Das mit Springen machst du einfach nur aus Spaß? Nee. Aber by the way, eins, zwei, drei. Ich verachte dich. Der erste Hit muss ein Sprungangriff sein. Nee. Ich mache bei denen halt hauptsächlich Sprungangriffe, weil die dadurch halt staggern. Wie es aussieht, drei Sprungangriffe und die staggern halt, ne? Hier ist nichts, ne? Doch, da ist noch was. Dreimal springen, wenn der Gegner ein Item droppt. Nee.
Wenn der Gegner staggern willst, musst du dreimal springen davon. Nee. Ich habe gerade sehr viele Gegner gestaggert. Da hätte ich das ja durchgehend machen müssen. Wenn du denkst, du verwirrst uns, musst du dreimal springen. Nee. Das wäre ja weird. Das wäre komplett random, wann ich springe. Du hast es auch jedes Mal vergessen, gefühlt vergessen. Nö. Du hast ja keine Ahnung, wann ich es machen muss. Haben alle Challenges irgendwas mit dem Game zu tun oder musst du auch was machen, wenn was außerhalb des Games passiert? Wow. Ich habe nur noch eine Heilung, Leute. Nice. Wo muss ich hin? Nein. Nein. Nein, mach doch. Arschloch. Er kann bluten? Letzte Heilung. Hab ihn! Schrei-Medaillen, war das geil? Oh, ne. Oh, Feuer-Negation, Alter, hier. Wenn was Feuriges passiert. Was mit Dragis Aussage? Ach so, wegen Dingens. Nö, kann ja alles passieren. Ich habe ja auch gejoinkt und gedingens, ne? Hat ja auch nichts mit dem Game zu tun. Das habe ich ja auch außerhalb des Games gemacht. Wenn Biaku miaut, musst du sterben. Genau. Das gibt's nicht. Okay, ich habe ein paar Steinchen. Wir können upgraden gehen. Wenn du dich aus einer Höhle portest, musst du Arme verschränken. Nee. Aber 1, 2, 3. I am the witch, for I'd heard tell, and upon look a talk, I thou art but to call forth as I was in tried torrents. Ich hab ne Beschwörung! Woo 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 woo. Nee. Dreimal springen, wenn jemand bestimmtes was schreibt. Du musst nach jedem Teleport dreimal springen. Nee. Aber ja, es geht in die Richtung Escaped. Bubapi, Bubapi, Buba. Wir können theoretisch jetzt in die Höhle gehen, wo ich das zweite Katana finde, ne? Dann können wir dual wielen. Wenn Deschke schreibt, einmal springen. Nee. 1, 2, 3. Mm-hmm. 1, 2, 3.
wenn ich springen muss, wenn ich schreiben muss, zu springen, nee. Jedes Mal, wenn jemand Hallo sagt, nee. Wenn neues Gebiet aufploppt, dreimal springen, nee. Eins, zwei, drei. Ja, so hat's! Wenn meine Emotes kommen, meine Sub-Emotes. Oder generell halt mein Gesicht und so. Und Ginger Mage hat immer und immer wieder mein Emote gepostet. Immer zwischendurch. Immer nur dieses Gesicht von mir. Und zwischendurch kam auch ein Cat Grumpy. Aber ja. So, wo war nochmal die Höhle? Chat, wo war nochmal die Höhle? Mit den Katana? Nee, Karte kann ich aufdecken. Ich hab's nur vergessen. Die war doch irgendwo hier, ne? War die unten? Unter der Brücke? Richtung Caelid? Nicht unter der Brücke irgendwo? Da war ja auch eine Höhle. Nee, unter der Brücke war, glaube ich, die Höhle mit dem... Mit dem Riesen. Du bist komplett falsch? War das nicht irgendwo hier? Ja, ihr könnt mir einfach sagen, wo sie ist, anstelle falsch zu sagen. Die ist, wo Bernal ist. Nee, da muss ich ja hoch. Da muss ich ja hoch, stimmt. Da muss ich ja ganz woanders hin. Ja, ich vergesse immer Karte zu holen. Bin jetzt 5-mal vorbeigelaufen. Nee, die Challenge ist jetzt durch. Wenn die Challenge durch ist, muss ich sie nicht mehr machen. Also ich muss nicht mehr 3-mal springen. Die Challenge ist durch. Wann fängst du normalen Elden Ring Run für das DLC an? Weiß ich nicht, ob ich einen... Also du meinst wahrscheinlich on stream. Ich weiß nicht, ob ich streame. Mal schauen. Ich würde schon gerne einen neuen Run vorher machen, aber ich weiß nicht, ob ich dafür Zeit finde. Ich lösch mal kurz hier die ganzen Challenges, die ihr erraten habt, damit ich mehr Übersicht habe. Aber dann vergesse ich, wie viel das waren, ne? Ne, dann haben wir ja durch. Wenn ich alle nacheinander lösche. Das auch weg. Das ist weg. Das ist weg. Okay. Oh, reintragen. Ist es möglich, dass wir für bestimmte Challenges keine Anhaltspunkte finden, weil die entsprechende Situation womöglich nicht auftritt? Also ihr habt schon eigentlich alles. Also zu jetzigem Zeitpunkt theoretisch könntet ihr alles schon erraten. Hör auf! Nee? Ist eine Challenge zu erraten, wie viel es gibt? Nee. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Alter, noch Stunde 50. Ich habe mich ein bisschen verlaufen. Ich hätte die Straße einfach entlang laufen müssen zu Bernal. Ja, ich weiß, ich reite gerade falsch.
hätte aber die Straße entlang laufen müssen. Rüstung ändern haben wir schon gehabt. Also was heißt gehabt? Es gab schon die Scheiße mit. Ich muss eine Rüstung. Ich darf meine Rüstung nicht wechseln, hatten wir schon. Ich sag ja, er spielt wie ein IGN-Redakteur. Nee, das ist mein normaler Spielstil. No VIP Mobbing Challenge? Nee. So, und hier war irgendwo die Höhle? Nee, nicht All Graces. Nach Osten? Wosten, da ist Wosten. Du musst das Spiel so weit wie möglich hinauszögern, glaub mir. Dafür muss ich keine Challenge machen. Das kommt bei mir natürlich. War die oben? Die war oben, ne? Bei dem Typen, bei dem man auch dieses Blitzding bekommt, ne? Die war oben, ne? Nein? Da war ja auch so eine Katakombe. Die ist es nicht? Da war ja oben auch so eine Katakombe. Du bist quasi da? Gab es hier noch irgendwas? Hier war auch noch einer, ne? Die hier? Da, okay. Also sag mal so, eine Challenge, also eine Challenge, Chat, die ist schon recht schwer. Aber wie gesagt, ich habe mich einmal extrem verraten. Aber ihr seid gar nicht in diese Richtung gegangen bisher. Ja, woher sollen wir das jetzt wissen? Ja. Das müsst ihr erraten. Das ist eure Challenge. Und das Katana war da bei dem Secret Boss oder bei dem richtigen Boss, Chat? Irgendwo so eine. Bei dem kleinen Boss, okay. Bei keinem Boss, oh. Aggression sind meine Challenge, okay. Dann war das nur in diesem Versteck. War doch. Nicht irgendwo so ein Secret? Ich muss nicht alle Katanas sammeln, ne. Okay, sind viele Skelette. Ich muss dann gleich nochmal normal durchgehen. Allen töten, damit ich mich genauer umschauen kann nach dem Katana. Sich vom Chat backseaten lassen, nee. Alle gegen den Dungeons killen, nee. Hier war es ja nicht, ne? Irgendwie so seitlich oder so rein. Ja, da ist nur ein Boss. Du darfst nur trinken, wenn du am Bonfire sitzt, nee. Unter der Treppe? Ja, da habe ich doch auf die Wand gehauen. Oder war es auf der anderen Seite die Wand? Ach, hier, lol. Die ist schon offen. Ich konnte mich erinnern, es gab irgendwo unter der Treppe so ein Secret.
Da ist es! Du darfst nur mit Lock-On spielen, nee. Nee, beim ersten Mal, als ich das Spiel neu gestartet hatte vorhin, habe ich neu gestartet, weil ich Dingens verkackt hatte. Glug, glug, glug zu sagen die ganze Zeit und zu joinken. Das ist halt so ein Boss, dem fehlt Leben. Da gibt's irgendwie eine Lore oder so. Der blutet nicht! Du musst bei jedem Dungeon den Boss legen. Nö, ich mach das einfach nur so. War das was mit Blutung? Oh, das ist auch cool. Die Lore zu dem ist vermutlich so gut wie Godfrey. Freud. Godfrey? Was, wer ist Godfrey, Alter? Wenn du beim Trinken stirbst, musst du eine Augenklappe tragen. Nö! Darfst keine Talisman anlegen, habe ich gerade gemacht. Nee, es gibt keine Challenge, die was mit Blut zu tun hat. Dieser Fake Godfrey im Evergoal auf dem Plateau. Ah, der heißt Godfrey. Freu. Der heißt sogar anders. Stirb mal, damit wir die Augenklappe sehen. So, was machen wir als nächstes? Wir können nach unten Richtung Weeping Peninsula gehen, ne? Wir können sein, dass du nicht einer der größten Streamer bist. Ja, bin wohl scheiße, ne? Jetzt vorhin absichtlich gestorben für den Hint. Oi! Streng dich mal an. Ihr mache ich. Ich bin nur einmal gestorben bisher. Ich sollte noch meinen Katana upgraden, ne? Ist das eine No-Map-Challenge? Das ist die, ich vergesse die Map-Challenge. Alle Boss im Anfangsgebiet. Nö. Du darfst nichts tun, was gegen das Twitch-DOS verstoßen würde, wodurch du gebannt werden würdest. Gute Challenge. Wenn er Oi hört, muss er auch Oi sagen. Augenklappe? Nee. Jetzt ist er weg. Es ist Tag. Du darfst nicht deinen Pimmel zeigen? Nee. Aber das hat nichts mit der Challenge heute zu tun. Und innere Partyhütchen, Dankeschön für 6 Monate. Da darfst du deinen Charakter nicht umziehen, doch.
Die Challenge hatten wir schon, die ist schon gelöst. Hier gab es noch irgendwo den Kartoffelkopf, ne? Der war oben, glaube ich. Du darfst keine Quests von NPCs annehmen, nö. Aber ich habe jetzt nicht vor, Quests zu machen in dem Stream. War das nicht irgendwo hier? Da hinten. Das war bei irgendeiner Ruine. Augenklappe bei Death nur im Dungeon. Und erst im Dungeon abgeschlossen ist er wieder weg. Nee. Es gibt kein Solaire. Darfst du ein Pferd nur absteigen, wenn du auf einen Gegner triffst? Nope. Nopi! Wieso keine Augenklappe? Tja. Die Augenklappe verwirrt mich so sehr. Der Dodge war ja legendär. Bleed. Kein Ausdauer, ich kann nicht dodgen. Die Challenge ist, den Chat mit der Augenklappe zu verwirren. Nö. Chris hat's. Die Augenklappe kommt nur bei normalen Gegnern. Es ging nicht um generell tot, weil bei Bossen zählt's halt nicht. Es geht nur um normale Gegner. Es war an sich ganz einfach. Ihr wart ja super nah dran schon die ganze Zeit. Aber ja, es hat diese eine Information gefehlt. Größte Erfolgserlebnis heute. Nö, ich mach mein Menü nicht auf. Nö, mach ich nicht. Das ist mein Stream. Tja, was jetzt, Chat? Ich bin was auf der Spur, nee. Den Dog probieren. Ja, aber er macht verdächtig viele Bosse. Ja, das habe ich ja schon erklärt, wieso ich das mache. Weil ich will halt ein bisschen normal casual spielen, ein paar Bosse klatschen, damit halt die Challenge vorangeht und nicht irgendwie die typische Elden Ring Route laufen, erstmal überall Materialien sammeln auf der ganzen Welt, dann den Drachen kloppen, damit man 10.000 Seelen bekommt, bevor man mit dem Run anfängt und so. Das dauert halt ewig. Und währenddessen passieren dann halt kaum Dinge, die für die Challenges relevant sind. Deshalb spiele ich ganz casual einfach. Klatsch ein paar Bosse, Level dabei. Mal gucken, ob wir gleich noch irgendwie Margit schaffen können. Du hast nicht gesprochen, wenn du im Menü warst. Hat so gewirkt, als hättest du Luft angehalten, Junge. Diese Analyse. Ja, ihr seid halt in eine Richtung, seid ihr halt noch gar nicht gegangen.
In eine Richtung seid ihr halt noch so gar nicht gegangen. Zweierstellen. Du darfst nicht zum Hub, doch, aber ich habe da nichts zu suchen. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Du darfst nicht nach Kaled. Ich kann überall, wo ich hin will. Du musst innerhalb der Zeit Magi töten. Nö. Hey, Duffler. Du darfst nicht mit dem Pferd springen. Doch, habe ich schon mehrmals gemacht. Du darfst keine Waffen wechseln. Doch, darf ich. Muss der Chat die Anzahl der Challenges erraten oder ist das nur für extra Spannung? Das ist nur für die extra Spannung, ja. Du musst alle Grace aktivieren. Nö. Du darfst keine Tiere töten. Getötet! Du darfst nur einmal mit dem Pferd springen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, doppelt sogar. Alles gemacht. Flaschen-Upgrades sind erlaubt. Ich habe noch kein Upgrade noch gefunden. Ich darf mit NPCs reden. Raiden. Habe ich ja schon mit zwei. Bitte nicht nochmal beim Springen zählen. Ich darf auch andere Waffen spielen. Ich darf kaufen. Du musst jedes Item, das du siehst, mitnehmen. Nee. Ich habe schon einige liegen gelassen. Bis du mit einem Gegner kämpfst, musst du alle Sprünge zählen. Nein. Mit den Sprüngen ist schon durch. Mit den Sprüngen habe ich schon gelöst. Das ist doch die Kein Sex vor 30 Challenge. Scheiße, er hat's erraten. Deine Ausdauerleiste darf nie komplett werden. Theoretisch wäre das gut, wenn man so spielt, aber nee. Das ist einfach nur gutes Gameplay. Deshalb geht's nie leer. Ausdauermanagement bei mir ist einfach on point. Du darfst keine Arznei benutzen. Was für Arznei? Erstmal zur Elden Ring Apotheke. Nee, ich darf trinken, wann ich will. Wenn du stehst und wartest, musst du trinken. Nein, das hat nichts mit Trinken zu tun. Ja, Chat, ihr seid in eine Richtung gar nicht gegangen. Ihr müsst größer denken. Out of the box, Digga. Scheiße. Wäre schön auffällig, das Trinken. Trinke halt, weil Trinken ist halt wichtig. Und ich kann am besten halt trinken, dann, wenn ich halt gerade nichts machen muss im Spiel, wie zum Beispiel Fahrstuhl fahren. Deshalb trinke ich da halt einfach, ne? Kannst du mal deinen Controller zeigen? PS5, I guess. Du musst atmen! Das ist die Challenge, die wir alle machen müssen, jeden Tag. Du musst mit Kabel spielen. Ich kann auch Kabel abstecken. Akku war halt leer. Nein! Ich lebe.
Ich darf über Abgründe springen. Nicht durch Fallschaden sterben. Nee. Die Musik ist gerade von Azuras Wrath, dem besten PS3-Spieler aller Zeiten, was ich jedes Jahr streame. Und Fotolina, danke schön für 29 Monate. Grüße an den Lurk. Du musst bis zum Ende des Timers die Vase. Kann ich bitte normal trinken? Und das ist keine Vase. Es hat nichts mit dem Trinken zu tun. Ich trinke einfach, weil Trinken wichtig ist. Aber Dark Souls kam auf der PS3 und das war echt eine scheiß Version. Und Azuras Wrath auf der PS3 ist auch eine scheiß Version. Aber da ist es egal, wenn es eine scheiß Version ist. Ach, mit Arzneimischung meinst du die gelbe Flasche? Nee. Ich benutze sie nicht, weil ich sie noch nicht geholt habe. Aber ich benutze sie auch generell nie. Habe ich nicht schon... Ich habe meine Wölfe vergessen. Los, Jungs! Jungs, ihr macht das! Jungs! Jungs, ihr macht das! Was mache ich da? Nein! Jungs! Macht ihn weg, Jungs! Meine Jungs sind leider gestorben. Du musst Bosse in einer bestimmten Reihenfolge besiegen, sodass sie einen Penis auf der Map bilden. Kreativ, aber nein, ist es nicht. Er muss seine Summons spotten, damit sie ihn carry. Nee. Also ja, muss ich schon. Ich kann das Spiel nicht ohne Summons spielen. Doch, ich darf Flasche upgraden. Ich habe nur kein Upgrade bisher gefunden. Sollen wir Margit probieren, Chat? Oder meint ihr, ist noch zu schwer? Ich kann ja mal so ein Flaschen-Upgrade holen und dann probieren wir mal Margit. Aber ich bin zu bad für Margit. Immer nur Leben-Level. Nee, ich mach das immer so in Elden Ring. Dass ich anfangs immer nur Leben-Level. Schnell Qualle holen und der ist easy. Wo war nochmal die Qualle? Aber die konnte ja so vergiften, ne? Die habe ich damals bei meinem ersten Run auch gemacht. Mit der Qualle. Die hat mich supportet. Hat die mal gemacht. Und die war recht tanky. Von Rodrika. Ah. Nee, nix mit der Map. Cool. Stark.
Hat sich gelohnt, der Weg. Du musst Seelen anstatt Runen sagen, nee. Dass kein Schaden durch Feuer bekommen, doch, doch. Ich kann über Haare reden, so viel ich will. Haare, 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 Haare. Ich bin irgendwie. Irgendwie habe ich mich verlaufen. Ich kann die Karte die ganze Zeit nicht öffnen, um mich neu zu orientieren. Ich kann immer noch nicht die Karte öffnen. Aber ich glaube, ich muss Richtung Baum. Nee, da oben ist die Kirche. Darfst keine Waypoints setzen. Doch, doch. Aber braucht man nicht. Ich kenne doch Elden Ring wie meine Westentasche, Digga. Hat man gesehen. Ja, einen kleinen Umweg genommen. Nee, nicht hier. Habe ich die... Doch, nee, doch, hier ist richtig. Ja, ich will halt nicht zu viele Tipps geben, Chat. Das ist schwierig. Weil sobald ich einen Tipp in die Richtung gebe, ist halt vorbei, ne? Dann wisst ihr es direkt. Das ist schwierig. Ich darf die Karte aufdecken. Hat nichts mit Karte zu tun. Ja, wir haben noch 1,5 Stunden, aber ihr habt halt schon echt sehr schnell die Challenges erraten. Nee, nichts mit Pferd. Ich darf während dem Reiten die Map aufmachen. Konnte gerade nur nicht, weil halt überall Gegner waren. Das geht ja in Elden Ring nicht. Heavy Attack benutze ich schon die ganze Zeit. Vor allem beim Springen. Reicht das, Chat, mit den Katanas? Ich glaube, ich sollte mit Parry spielen, oder? Mit Parry ist Margit einfach. Mit Easy mit Wölfen? Nee. Da darfst keine Charge-Attacks benutzen. Ich habe keine. Und Lorlight, danke für 13 Monate. Oh. Let's go. Wie fandest du Tales of Arise? Ich hab's nicht gespielt. Weapon Arts habe ich auch schon mehrmals benutzt mit dem Katana. Roggi! Roggi, du machst das!
Kann der Morphor gar nicht bleeden eigentlich? Ich hab schon recht viele Hits gemacht. Ah, da. Well! Hoba! Hoba! Ein Wolf lebt noch. Groggy ist gleich tot. Jo, schon wieder. Wer staggert ihn denn so hart? Junge, wie OP die sind. Einfach ohne Heilung. Wenn die Gegner staggern, musst du sie backstabben. Nee, den kann man nicht backstabben. Du musst eine bestimmte Quest im Spiel machen. Nee. Hä? Mein Game ist freezed. Chat, mein Game ist freezed. Das ist das Low-Akku-Problem. Wenn ein Controller disconnect, freeze das Game, ja. Das hatten wir bei Yasuf letztens auch mit Tekken gehabt. Das, weil mein Gamepad gerade wahrscheinlich der Akku leer geht. Das gibt es ja, ist eine Steam-Mechanik. Viele Spiele haben das. Wenn der Akku leer geht oder Batterie sehr low ist, dann geht das Spiel plötzlich in 2 Frames runter. Und wie es aussieht, gehört Elden Ring dazu. Junge. Danke. Das ist eine Test-Dono, wehe, eine Challenge hängt mit Donos zusammen. Nee, keine Donos. Es läuft noch immer, obwohl es gar nicht offen ist. Task beenden. Das nennt man ein Feature, damit man besser reagieren kann, genau. Du musst bei Donus lügen. Nee! Jetzt weiß ich, was ein guter Skin für Minecraft für Keiki gewesen wäre. Wie, was für einer? Das ist immer noch flüssiger als mein erster Dark Souls 3 Run. Darfst keine Buffs verwenden. Doch, doch. Doch, doch. Du musst das Spiel auf Englisch spielen. Nö. Ja, wir kommen nicht mehr voran, Chat, mit den Challenges. Also ich sag mal so, vorhin ging's ein bisschen in die Richtung. Aber dann hat keiner mehr drauf. Nicht mehr drauf reagiert. Wann vorhin? Ja, darf ich nicht. Ich habe jetzt extra gewartet eine Zeit lang. Nee, es hat nichts mit dem Penis zu tun. Nee, kein Stagger. Summons dürfen nicht sterben. Doch, doch. Sind sie ja gerade. Mehrmals. Nur Waffen mit Effekten wie Blutung. Nö! Nö, 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 nö! Du musst Mainbosse mit Summons machen. Nö! Ich bin ein Opfer. Ich kann sie nicht anders machen.
Darfst du alle Waffen verwenden? Jo. Du darfst nur eine bestimmte Art von Summons beschwören. Nö. Elukidantor, Dankeschön für 13 Monate. Du musst die Bosse in keiner bestimmten Reihenfolge machen, aber wenn du einen Boss machen kannst, musst du ihn machen. Nee. Die Reihenfolge auch nicht, nee. Ihr seid alle komplett, also ganz kalt alle. Du gehst lore akkurat die Orte mit den Bossen ab? Nope. Du musst uns zum Verzweifeln bringen. Das war nicht der Plan, aber ich habe das Gefühl, das passiert gerade. Die Challenge ist, du musst einfach zu jeder Vermutung von Chat Nein sagen. Nö. You there. Come over here, would you? Muss ich erst mit ihm reden, damit er aufmacht? I use the main gate. Kannst wieder dreimal springen und zählen. Nee. Weiß man, wofür der Timer ist? Ja, dann ist die Challenge vorbei. Mysto, dankeschön. Für 20 Monate. Nee, Cutscenes geben kann ich so, wie ich will. Du darfst dich nicht über das Spiel beschweren. Wieso sollte ich auch? Das ist ein geiles Game. Es gab mal Zeiten, da bin ich echt ganz gut hier durchgelaufen, ne? Konnte ich echt ganz gut hier durchlaufen. Seid alle ganz kalt, Chat. Ihr seid alle ganz kalt. Ihr seid alle ganz, ganz kalt. Du musst Chat Guess leiten, nein. Okay! Du darfst den Beutel nicht benutzen, das ist ein Beutel. Ich muss zum Glück jetzt keine Augenklappe aufsetzen. Jetzt Augenklappe für Nostalgie einfach. Oh. Doppelt Augenklappe. Doppel. Ihr seid alle so kalt, Chat. Ihr seid alle so kalt. Das ist insane. Es ging einmal in die richtige Richtung, ne? Ganz kurz. Ganz kurz. Ganz kurz. Und niemand hat da weiter nachgehackt. Ja, das neue Start war wegen was anderem. Das haben wir schon gelöst. Ja, okay. Okay. Let's go. Ich triff den Guard gar nicht.
Aber ich habe die Dagger eingesammelt, okay? Ich bin tot. Okay, ab jetzt No Hit. Der will aber auch nicht staggert werden, ne? Funktioniert wahrscheinlich nicht so gut mit einer Katana-Waffe, mit der Dex-Waffe, ne? Wahrscheinlich eher geil mit Stärkewaffen. Schade! Irgendwas, wo du drauf nicht mehr geantwortet hast. Doch, doch, das, wo, was ich meinte, wo es in die Richtung ging, bin ich drauf eingegangen. Kurz upgraden. Du musst eine Waffe spielen, die mit was Bestimmtem skaliert. Nee. Ja, ich, also. Ich brauche hier immer noch Einser, lol. Ich glaube, wir kommen nicht voran, Chat. Ihr kriegt's nicht. Ich überlege schon die ganze Zeit, was ich für einen Tipp euch geben könnte. Aber jeder Tipp, den ich geben könnte, der wird halt direkt darauf hinauslaufen, dass ihr das innerhalb von kurzer Zeit lösen werdet. Aber ja, es ist eine Sache, wo ich... Die ist ein bisschen schwieriger, die Sache, ja. Aber ich habe mich schon verraten, einmal. Da hätte man aber drauf achten müssen, um das zu verstehen. Und einmal, wie gesagt, ging es kurz im Chat in die Richtung. Ganz kurz. Und dann wurde es fallen gelassen. Ich darf das Menü öffnen, wann ich will und wie ich will. Das ist doch der Sinn eines Tipps. Dass der direkt alles verrät und ihr sofort alle Bescheid wisst? Na, vielleicht mache ich den doch nicht, Chat. Vielleicht mache ich den doch nicht. Ich dachte, ich hole den kurz ab, der gibt mir einen geilen goldenen Samen. Ich versuch's nur einmal, okay? Du darfst nur selber Waffen verbessern, nee. Nee, ich bin kein Speedrunner. Du musst jeden Guess mit Nee beantworten. Nö. Du darfst keine Waffen spielen, die mit Dunkelschmiedesteinen upgradebar sind. Nö. Hast du die Sache, wo wir in die Richtung gegangen sind, belächelt? Keine Ahnung, ob ich dabei gelächelt habe. I don't know. Okay, let's a try. Junge, wie lang ist dein Schwanz? Einfach spammen. Muss nicht jemand gestaggert werden? Aha. Da ist die Nudel umgefallen.
Ich muss weg, ne? Die Challenge zeigt, wie unkreativ ich bin. Ah, ich muss schon wieder weg! Ich weiß schon, wieso ich nie Katana spiele. Sondern immer geile, große Waffen. Zweimal springen, gestaggert. Gewonnen. Das war meine letzte Heilung! Er ist gebleedet. Bleed it out, take it deep, go away. Take it out, bleed it, go away. Go away, go away. Bleed it out. Na, 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 na. Geschafft! Du musst Dex spielen, ne. Irgendwas mit Waypoints? Nö! Du musst unter Wasser singen. Nö! Man kann in Elden Ring nicht schwimmen. Aus irgendeinem Grund dual-wieldet er die linke Waffe. Könnte das was mit einer Challenge zu tun haben? Junge, ich bin so scheiße. Okay, Du bist so unsympathisch heute. Ach so. Du musst zu jedem Bossfight und den Schwächen ein passendes Lied finden. Nee. Nein, es ist nicht die Challenge, dass ich mit der linken Waffe spielen muss. Geilo! Gelöscht! Aber ich wollte eh zurück. Ich wollte ja meine Samen ausgeben. Nö, ich muss mich nicht von Vögeln töten lassen. Du musst dual-wielden. Nee. Ich habe ja gerade nicht dual-wieldet. Zwischendurch dann wieder doch. Dann nein. Ist egal. Kein Schild benutzen. Nee, nee, nee. Hatte ich am Anfang benutzt. Ey, diese dummen Vögel, ne? Du musst einen Helm tragen. Nö. Ich hab in den Chat geguckt. Du musst Samurai wählen. Nö. Ich will den immer. Darfst du Zauber benutzen? Ja, aber ich hab keine. Aber ja, darf ich. Du darfst kein Fahrrad fahren. Scheiße. Da muss ich jetzt mein Fahrrad wegpacken.
Meine Schweine sind gestorben. Hey! Jedes Mal, wenn du springst, kriege ich PTSD. Ja, normalerweise, ich spiele halt Elden Ring immer mit sehr viel Springen. Aber ich glaube, Katana ist jetzt nicht so geil fürs Springen. Das sind eher so Brachialwaffen geil fürs Springen. Ich bin so schlecht. Also ich, den Try muss ich neu machen. Der ist echt für den Arsch. Ich bin so bad. Schade! Meine Flaske ist verbessert. Du darfst deinen Sam beim richtigen Namen nicht nennen. Doch, doch. Oh Mann, ist das scheiße. Ist das alles scheiße. Ja, ich muss noch eben mal wegen vorhin kichern. Ey, ich bin gedodgert. Ich bin gedodgert. Ja, okay. Wo ist dieser Wind? Mit einer Plus-2-Waffe, mit einer Plus-2-Uchi-Katana ist vielleicht auch nicht so geil, gegen den zu kämpfen, aber ist nochmal eine extra Challenge, ne? Nein, Chat, die ist keine Challenge. Der Dodge-Spam. Kann man den Boy eigentlich parieren, Chat? Ich hasse es, wenn er das macht und nicht springt. Nein, ich werde nicht eine Stunde an Godric sitzen. Eher gehe ich los und mache was anderes. Und auch wenn ich eine Stunde an Godric sitze, ihr habt schon alles. Ihr habt schon alles, um drauf zu kommen. Zweite Phase! Sehen wir alles Nötige gerade im Bild? Du musst zweimal dieselbe Waffe ausgerüstet haben. Nö. Irgendwas mit der Art, wie gekämpft wird.
Inwiefern? Wie kämpfe ich denn? Schlecht? Sag mal rot, rot. Wie ist für eine Dozent, der eine, der einfach lacht, wenn ein Erstsemester fragt, was klausurrelevant ist? Nee, ich darf alles skillen, was ich will. Ich skill bei Eldring immer noch am Anfang sehr viel Vigor, bevor ich in Damage gehe. Aber normalerweise upgrade ich die Waffe auch am Anfang sehr stark. Deshalb braucht man da nicht so viel Stats. Hauptsächlich Vigor. Zu früh gesprungen. Ba, ba, bo, bo, ba, do, bo, bo, bo. Irgendwann werde ich ihn staggern. Irgendwann wird er gestaggert, Chat. Irgendwann kommt mein Moment. Jetzt der Tornados. Eins, Tornado. Zwei. Ich hatte keine Ausdauer mehr. Hey, das war voll gut, der Try. Ich verhalte mich weird. Es muss unpassende Musik im Hintergrund laufen? Nee. Bei Remembrance darfst du nicht sammeln. Doch, aber meine Wölfe sterben nach 5 Sekunden. Wenn es irgendwas mit der Waffe zu tun hat und die letzte Challenge ist, esse ich meinen Schreibtisch. Nee, hat nichts mit der Waffe zu tun. Ja, ich weiß, die sind das ist kein guter Summon, aber ja, wir können theoretisch jetzt irgendwo hingehen, erstmal ein paar Mats suchen, damit ich meine Waffe ein bisschen verbessern kann. Aber der Try war halt schon gerade echt gut, Mann. Du musst die ganze Zeit komisch lachen. Ich bin halt ein lustiger Typ, so, ne? Bin halt einfach ein lustiger Typ. Ihr bringt mich aber heute auch die ganze Zeit zum Lachen, Chat. Ihr seid heute einfach lustig. Zu greedy. Ich hätte kurz warten müssen, bis der mit der Komma durch ist. Du darfst außer Flask keine anderen Items benutzen. Doch. Aber ich habe nichts anderes. Ey, dieser dumme Wind. So, zweite Phase vielleicht zweites Katana rausholen? Und dann auf Blutung vielleicht hoffen, damit es schneller kommt? Ja, heute Dschungelcamp, später. Du siehst quasi einen Timer, wann Dschungelcamp kommt. Unter der Cam. Wow, bis hier hinkommt. Okay, da war Blut. Blut kam recht schnell. Ich weiß nicht, ob ich eine zweite Blutung noch hinkriege.
schon so weit geflogen. Diese entspannte Musik, Mann. Wow, ich stand hinter ihm. Lulski. Jetzt kommt die Combo. Kommt schon, Blutung! Was hat mich noch getroffen? War es das? Ich lebe. Nein! Neini! Neini! Du musst jeden Angriff kommentieren. Nein, ich spiele das Spiel und streame. Ich darf meine verlorene Rune aufheben, ja. Ja, ich weiß nicht, Chat. Vielleicht müssen wir die Challenge frühzeitig beenden. Ich glaube, ihr kommt ja nicht mehr drauf. Ja, es ist schwierig. Sobald ich einen Tipp gebe, habt ihr es direkt. Dann kann ich auch direkt jetzt die Challenge abbrechen. Ja, das ist schwierig, bei der Art einen Tipp zu geben. Dass ihr nicht halt direkt dann... Also sobald ich einen Tipp gebe, kommt halt das eine zum anderen und dann bam, bam, bam. Mein Tipp ist, ihr liegt alle falsch. Das traust du uns zu, ja. Ist das was mit den Kämpfen zu tun oder mit dem Items oder irgendwas anderes? Nee. Ich sag mal so, es trägt auf jeden Fall dazu bei, wieso ich so schlecht bin. Das war schon zu viel Tipp, oder? Nee, ich spiele nicht mit Delay. Ja, ihr geht schon in die richtige Richtung. Das meinte ich, Chat, seht ihr? Ihr geht schon in die richtige Richtung. Ja, so hat's schon fast. Normaler Schlag und schwerer Schlag vertauscht. Fast. R1 und L1 sind vertauscht, ja. Aber nicht nur. R2 und L2 auch. Chat, ihr habt gewonnen! Das war's. Slowly tarnished, though to fit even to grind.
Es ist halt schwierig, da irgendwie in die Richtung zu gehen, Chat. Also da einen Tipp zu geben, ohne dass ihr es direkt erratet. Es ist halt schon super, anfangs habe ich mich schon verraten, indem ich halt das Schild getragen habe. Und dann die ganze Zeit den hier gemacht habe. Und dachte mir, hä, wieso geht denn nicht mehr, wieso kann ich nicht mehr zweihändig tragen? Weil ich die ganze Zeit Muscle Memory habe. Dann meinte irgendjemand vorhin im Chat, ist das absichtlich, dass du das linke Schwert in der Hand hältst? Und das war ja auch nur Muscle Memory. Und ich laufe die ganze Zeit mit dem schwachen Schwert. Deshalb musste ich die ganze Zeit lachen, dann plötzlich lachen, weil ich die ganze Zeit mit dem schwachen Schwert in zweihändig halte. Weil ich die ganze Zeit Muscle Memory, per Muscle Memory immer die falsche Waffe zweihändig halte. Und dann kam vorhin Playmo an, hat irgendwas über das Gamepad gesprochen und ich dachte mir, okay, vielleicht kommen die jetzt. Weil jetzt kommen die vielleicht auf Gamepad, auf die Steuerung, aber es war dann direkt weg, das Thema. Und dann war das Thema direkt weg. Und voll oft mache ich immer den hier. Ich habe voll oft halt den hier gemacht. Ich renne auf den Gegner zu und mache den hier. Und es passiert nichts. Weil ich die ganze Zeit im Sprung L2 drücke. Quasi. Und ich renne auf den Gegner und zack, bleib stehen. Denke, Scheiße. Ich bin die ganze Zeit durcheinander gekommen mit den Knöpfen. Musste immer die ganze Zeit ständig umdenken. Ich dachte, du wärst einfach nur schlecht. Ja, schlecht bin ich auch zum Teil, aber das hat sehr, sehr dazu beigetragen, dass ich teilweise einfach gar nicht angegriffen habe. Oder halt vom Gegner stehe und den hier die ganze Zeit mache. Oh Mann. Ja, ihr habt's geschafft, Chat. Ich hatte Angst gehabt, zu viele Challenges zu nehmen. Dass ihr es dann nicht hinkriegt in der Zeit. Jetzt habe ich nicht so viele genommen. Und wer weiß, hätte ich jetzt den Tipp am Ende nicht gegeben, wäre ich vielleicht niemals draufgekommen. Vielleicht wäre ich niemals draufgekommen ohne den Tipp. Hätte gerne die Challenge auch gesehen, aber Zug meinte nö. Schade. Aber wir waren doch ganz flott. Ja, die ersten 6 habt ihr echt gut hinbekommen. Sehr schnell. Sehr schnell hinbekommen. Endlich ist die Qual over. Mein Favorite war immer noch fucking 1, 2, 3. Ich sehe random mein Gesicht im Chat. 1, 2, 3. Alle rasten aus. Das war super.